Hier haben wir einen ergonomischen Auslöseknopf von JJC zum Einschrauben. In dunkelrot ist das Vorführmodell und dieses Modell haben wir natürlich noch in anderen Varianten bei uns im Shop. Hier so ein helleres Rot, Silber, Goldfarben, so ein bisschen Messing verchromt und vielleicht kriegen wir noch die eine oder andere Farbe rein. Daher ist natürlich bei diesem recht einfachen Produkt dieser Film dann auch stellvertretend zu sehen für die ganzen anderen Varianten, die wir noch im Shop haben und die vielleicht dann noch reinkommen. Und gerade im Bereich der Fotografie ist es ja meistens so, dass das Auge ja mitfotografiert, wie man so schön sagt. Und unabhängig davon, dass natürlich so ein roter Auslöseknopf auf den entsprechenden Kameras dann auch schick aussieht, ne, muss man ja auch mal sagen, ist es halt eben auch für die Ergonomie einfach besser, wenn man halt eben jetzt einen etwas größeren Druckpunkt hat, wie man das bei normalen anderen Spiegelreflexkameras, die gehabt haben, im Bereich einfach gewohnt ist. Ich halte hier mal einfach so eine Canon rein, wenn man das zum Beispiel jetzt nicht verwenden könnte, muss man aber auch nicht, weil man halt eben hier auch dann tatsächlich eine viel größere Auflagefläche hat. Wenn man das mal vielleicht sehen kann, in etwa so groß wie halt eben auch dieser Messingknopf, als halt eben im Vergleich dann zu bestimmten Kameras, wie zum Beispiel halt eben den Leicas oder den Fujis, den Messsucherkameras, die es da halt eben auch so gibt. Da haben wir halt eben das in Anführungszeichen Luxusproblem, dass wir halt eben hier oben jetzt nicht so einen großen Auslöser haben. Wir haben also hier einen Auslöser mit einem Gewinde drin. Warum, fragt sich der eine oder andere. Das kommt auch teilweise noch aus der analogen Welt. Da kommt halt eben normalerweise dann auch der Drahtauslöser rein. Also früher konnte man halt eben dann auch die Kameras mit pneumatischen Auslösern mit einem unheimlich langen Band halt eben auch dran, wo dann Luft durchgejagt worden ist mit so einer Pumpe, die man in der Hand hatte, halt eben auslösen oder halt eben auch einfach mit einem ganz normalen Drahtauslöser einfach, weil es halt eben erschütterungsfreier ist, als wenn ich jetzt halt eben hier mit dem Finger auf die Kamera drücke, dann ist immer auch die Gefahr, auch wenn sie auf einem Stativ befestigt ist, dass es halt eine Erschütterung geben kann und mit dem Drahtauslöser komme ich mit der Kamera halt eben gar nicht direkt in Verbindung. Und dafür ist halt eben dann auch dieses Gewinde gedacht. Und dieser Auslöser, der sich halt eben jetzt hier befindet, ist also auch im Durchmesser kleiner als der Messingknopf, den ich jetzt hier in der Hand habe. Und das liegt eigentlich auch auf der Hand, auf derselben, dass man dann sagen kann, dass natürlich hier auch dann durch die Ergonomie, also diese Mulde, die man hier in diesem Messingknopf hat, die Fingerspitze also genau auf dem Auslöser liegt. Ich bin ein Mensch, der also sehr viel mit der Zeitautomatik fotografiert und auch mit dem Messwertspeicher. Und bei dem Modell ist es halt eben jetzt so, dass der Messwertspeicher halt eben aktiviert wird, wenn ich den Auslöser etwas runterdrücke, gedrückt halte, dann meinen richtigen Ausschnitt wähle, also erst die Belichtungsmessung mache, dann die Messwertspeichere und dann halt eben mein Bild mache, wenn ich den Ausschnitt gewählt habe. Das fühlt sich auch so schon jetzt nicht so wahnsinnig toll an. Wenn ich jetzt natürlich dann im Vergleich dazu diesen Messingknopf hier oben in das Gewinde reinschraube, so, ist die Kamera optisch schon mal ein bisschen aufgewertet, ne? Muss man ja auch mal sagen. Habe ich natürlich halt hier mit dem Druckpunkt das Problem nicht so sehr. Also ich spüre tatsächlich jetzt, kann ich Ihnen jetzt natürlich nur erzählen, das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, das kann ich Ihnen jetzt nicht einfach drüber bringen, das geht ja einfach nicht, müssen halt eben selber dann fühlen, kann ich also hier den Messwertspeicher, einfach den Druckpunkt, den spüre ich einfach durch die größere Auflagefläche halt eben durch diesen Messingknopf einfach viel, viel genauer und viel, viel sensibler, als halt eben jetzt nur mit der Fingerspitze auf dem Auslösepin, wenn man das mal so nennen kann. Das also ist dann halt eben auch so der Hintergrund. So, das dann mal eben hier, kleiner kurzer Film, ne, für ein sehr kleines Equipment, was also auch wie gesagt super aussieht. Nochmal kurz die anderen Farbvarianten, die wir hier gerade im Shop haben, Stand Februar 2015. Einfach mal so eben hier zum Schauen und vielleicht ist es ja auch was für Sie, also ne, für ganz wenig Geld, ist also wirklich ein nutzvolles Accessoire und für die Menschen, für die es vielleicht nicht gerade unbedingt nützlich ist, es sieht einfach Hammer aus.